Jo Leute, was geht ab? Mokka hier wieder am Start und ja, wo könnte ich dann wieder mehr sein als bei meiner süßen Mila. Mila, komm her! Hallo, sag mal hallo. Die ist schon ziemlich fertig, ihr seht schon. Es ist nämlich ausnahmsweise mal, scheint hier die Sonne, es ist richtig geiles Wetter hier. Und was kann man dazu sagen? Perfekt, um spazieren zu gehen. Ich bin ja so ein Spaziertyp-Gänger. Und die heutigen News, ja? Die News der Woche, nein. Keine Ahnung, was für News. Eigentlich kann man nicht so News sagen, sondern ich habe mir überlegt, heute mal ein bisschen so über das Thema. Viele sagen, ja, du wirst bald irgendwann 10.000 Abonnenten. Nein, die meisten sagen, du wirst demnächst sofort ziemlich 10.000 Abonnenten erreichen. Ich habe gesagt, ey, das dauert nur 1, 2, 3 Monate, wann überhaupt, wer weiß, ob die Leute mich überhaupt noch abonnieren. Man kann nicht in die Zukunft vorsehen. Also, ja, ne, das ist so eine Sache. Aber ich habe gesagt, auch zu den 10.000 Abonnenten, vor allem, weil es so schnell ging. Also, wir haben jetzt in 7 Monaten haben wir, wie viel? Ich habe 9.500 Abonnenten gemacht. Das ist, holy moly, das ist, ich bin über euch, ne. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist schon richtig geil so. Und ja. Mila, komm her. Wo ist Mila? Man, die hat heute so einen grünen Zopf. Komm mal, guck mal hoch. Kleine. Hey. Ja, da guckt die. Läuft immer vor, die Kleine. Will schnell nach Hause. Ist ja vielleicht ein bisschen zu heiß. Aber auf jeden Fall zu den Abonnenten. Es ist richtig nice, so schnell so viele Abonnenten zu machen. Hier fliegt wieder irgendwas rum, aber egal. Und was ich dazu sagen möchte ist, ja, also ich finde es natürlich super geil, also ohne euch würde ich das natürlich nicht schaffen, auch ganz viele Leute, die dahinter stehen. Und ja, was soll ich sagen, zu den 10.000 möchte ich dann auch was Besonderes machen. Ich weiß noch nicht was, ich habe schon ein paar Ideen gehabt, aber ich denke, ich werde das die Community entscheiden lassen. Also, ne, weil nachher gefällt das vielleicht euch nicht oder so, deswegen. Also zu den 10.000 möchte ich wirklich so, ich sag, ihr könnt mir sagen, was ich machen soll, ich werde es einfach machen, also ich habe schon sehr viele richtig geile Ideen, ich habe auch geile Ideen bekommen, ich habe auch stummsinnige Ideen bekommen, zum Beispiel, vor ein paar Tagen, glaube ich, hat mich einer an Steam angeschrieben, hat gesagt, ja, fahren nach Brasilien und machen Flitzer. So, ja, klar, wie Vitali das gemacht hat. Ich so, ja, mach ich mal eben so, ne? Nee, also das muss schon im Rahmen sein, dass ich irgendwas machen kann. Ich weiß nicht. Also ich habe richtig geile Ideen. Man muss überlegen, was. Also ich muss gucken. Ich werde auf jeden Fall alles durchlesen, was ihr mir vorschlägt. Ich werde auch, denke ich, irgendwas machen, was ihr mir vorschlägt. Ich hab mir selber überlegt, mal einen Song zu machen, aber nee. Dafür habe ich einfach nicht die Stimme. Ich habe richtig geile Ideen so, aber ich lasse es euch entscheiden. Ich hab eine richtig gute ultimative Idee, die kommt aber zu ein bisschen mehr Abonnenten so, weil die kann man nicht so schnell machen. Also da gehört schon einiges dazu. Dann haben auch Leute vorgeschlagen, zum Beispiel so wieder eine Livestream-Woche, finde ich aber nicht so gut, muss ich sagen, weil die kann ich einfach so irgendwann machen. So eine Livestream-Woche, da wäre das zum Beispiel klar. Ich mache einen Livestream, ne, DayZ natürlich, so wie gewünscht immer. Und man weiß ja nie, ob was passiert. Und wenn nichts passiert, dann wäre das ja scheiße. So, was ist das für ein Abonnenten-Special, wenn dann nur Scheiße da ist? Ist ja auch blöd. Deswegen, mal schauen. Schreibt einfach in die Kommentare, was kommt oder was kommen soll. Ich werde mir das durchlesen. Alles, was erfüllbar sein wird, werde ich mir überdenken. Und ja, immer die Hand wechseln. So. Nee, doch lieber nicht. Und sonst, ja. Ihr habt gesehen, CSGO kommt. Natürlich mit ein paar Abonnenten. Macht Spaß. Macht definitiv Spaß. Wird auch öfter kommen. DayZ Overpoch wird diese Woche kommen, danach nächste Woche wahrscheinlich DayZ Origins wieder. Guck mal, die Mila. Jetzt hat die gerade, wir haben hier so einen kleinen Bach, da hat die jetzt getrunken. Muss ich mal zeigen. Mila, komm her. Voller Schlabberbad ist das, hier so eine kleine Wasserquelle. Das trinkt die immer. Jetzt ist die mega nass und dann will die immer kuscheln. Dann sag ich, nee, geh weg von mir, weil du nass bist. Das macht ihr ein bisschen mal dreckig. Wie jetzt. Vorne ist mein Nachbar.
Aber wir gehen mal weiter, Mila. Und ja. Deswegen, LOL, habe ich ja gesagt, sollte kommen. Ich habe auch die Aufnahmen da auch schon zum Teil fertig bearbeitet, aber da ich zurzeit selber sehr, sehr wenig LOL spiele, kann ich das noch nicht so sagen. Also wird noch ein bisschen dauern. Deswegen, Leute, seid gespannt. Wir hören uns wieder. Ciao.